Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute hier in der Kampfzone. Im selben System wie beim letzten Mal noch. Allerdings hoffentlich finden wir hier vielleicht sogar ein paar Befehlskomponenten. Ich weiß nicht, ob ihr mir vielleicht in der Folge von vor zwei Wochen schon drauf geantwortet habt. Wo man die Dinger am besten bekommt. Das ist eine Python. Fliegt schon mal vor. Hier bekommt Ruben natürlich einiges an Kampferfahrung dazu. Der war bei 48% letztens noch. Jetzt hat er hier schon 50% gemacht. Hoch. Ja, 59.800. Auch sowas. Oh, ein Elite-Gunship. Hätte ich das gewusst, dass wir eine Kampfzone... Och komm, Schild, kollabier. Komm schon. Okay, der hat schon einfach mal 20% Schaden vorher gefressen durch Schild. Ich glaube, die eine Waffe, wie gesagt, die kann so ein bisschen durch Schild schießen. Naja, jedenfalls, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich schon mal den Prisma-Schildgenerator auf Grad 4 hochgepusht. Liegt aber auch viel Kram rum. Das ist echt eine schöne Aussicht, ne? Ich hatte letztens noch vor drei, vier Folgen erwähnt, dass ich mal mit der Oculus Rift auf so einem Planeten wie vor uns hier so gelandet bin und dann auch genau so ein Krater war das dort. So relativ nah am Rand, wo ich dann gesagt habe, dass ich 50 Kilometer ewig lange unterwegs war mit dem Buggy, weil ich dachte, ich komme irgendwann am Kraterrand an, aber nein. War halt nicht. Steht hier bei dem Schiff noch gesucht, bei der Plüton? Aber hatte ich ja mal probiert, ne, die Gegner in der Kampfzone noch mit dem Tötungsbefehl Scanner zu scannen, ob da eventuell noch einer zusätzlich Kopfgeld dabei hat, aber das hat nie geklappt, also muss man drauf achten, stand bei den anderen auch schon gesucht da. Greift mich wieder einer an. Ach, eine Aspe. Nee, okay, bei der steht auch gesucht da. Ich glaube ja fast, die bekommen wir hier gar nicht. Oder die sind halt auch sehr selten, muss man dazu sagen. Qualität Stufe 5, also halt auch Seltenheit Stufe 5 dementsprechend. So, gleich noch eine Schildzelle. Ah, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das ist gleich kaputt.
Oh, jetzt greifen wir 4 an. 3. 4 wieder. 5 sogar. Kurzfristig. Jetzt wieder 4. Nee, doch 5. Scheiße. Ach, Ruhm. Wir können nicht mehr so lange, Commander. Ich brauche eine Backup. Fighter ist zerstört. Sie stand a chance, Commander. Wo ist ein Meister hier vorne? Der düppelt aber wie ein König. Kann ich auch. Ich muss jetzt mal trotzdem kurz abhauen. Alter, gehen mir die anderen auf den Sack. Wer greift mich da noch an? Ach, bloß so eine kleine Kondor. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ruben, komm schon. Alter, ballern wir jetzt echt mein Schild hier weg. Jawohl, Schildzelle kommt noch durch. Mal gucken, vielleicht packe ich es noch. Dauert jetzt bloß ein bisschen. Ruben, mach doch mal diesen Kack-Fighter klar. So. Die Bullshit, die hat halt auch nicht mehr viel. Die müsste ich mal. Okay, mein Schild ist gleich kaputt. Jetzt geht's. Ah. Wieder 2. Viper. HP. Oh, jetzt wieder 3, 4. Alter, scheiße. Nee, sorry, das geht mir gerade übelst aufs Schwein hier. Ich kann ja nicht richtig kämpfen. Da greifen mich gerade zu viele an, da habe ich keinen Bock drauf, da hau ich lieber ab. So. Ach Manuel, das ist aber schade. Pass mal auf, wir landen jetzt hier mal noch. War doch vorne noch hier. Vielleicht gibt es ja jetzt, sind ja einige Minuten rum, ein paar neue Missionen. Eventuell haben wir da nochmal Glück, dass wir da dann doch mal welche abgreifen können. Junge, Junge, die haben aber gar nicht so schlecht reingehauen gerade, ne? Uiuiui, das war knapp. Ich hab schon das Schild weggehen sehen. Ich habe mich der falschen Seite angeschlossen, die anderen waren besser. Ah, oh Mann. Na gut. Ich schau doch mal, was ist denn das hier für eine Signalquelle? Waffenfeuer festgestellt. Zwei habe ich noch. Ja, die musste ich gerade ganz schön rausfeuern. Ja, da wird nicht so viel hergestellt vom Schild. Wahnsinn, ey. Na komm, dann nehme ich die letzte auch noch. Ah ne, eine hätten wir noch. So, was ist denn jetzt hier los? Hast du hier was angestellt? Halt.
Her, du Papierflieger. Immer wenn das Schild weg ist von der Kurier, dann die Hülle, das ist echt. Du brauchst auch keine Hülle. So schlecht ist die. So, wen haben wir denn noch? Hier sind ja noch ein paar. Oder? Hier drüben. Ein Dreierwing ist noch. Boah, guck dich mal den Namen an. Vizadoftent Stock Continuum. Ist aber sauber. Frameshift Drive Charging. Frameshift Drive Charging. Na gut, weiter geht's. Wie man metallische Ringe findet. Pass auf, ich zeig's dir. ja, vielen Dank erstmal dafür. Die Anfänge, oh Gott, über 2 Jahre her. Mach das lieber weg, falls du gerade hier auch zusiehst irgendwie. Tu's dir nicht an. Im Nachhinein, nein, finde ich da manches ganz schön furchtbar. Aber man kannte es halt nicht besser, da war das so. Metallische Ringe, wie findest du die am besten? In der Systemkarte gucken, des jeweiligen Systems, und da sieht man das dann. Die meisten kennen, trotzdem habe ich jetzt hier zufällig, dass wir keinen Gasriesen haben. Nein. Geht natürlich bloß bei Gas. Ah, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Gibt auch andere Planeten, die Planetenringe haben, nicht nur Gasriesen. Das ist natürlich echt doof, ne, dass ich keine Befehlskomponenten finde. Mittlerweile sind 3 Tage vergangen seit der vorletzten Folge, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ihr mir wahrscheinlich schon ein paar gute Tipps gegeben habt, wo ich die herbekomme. Was? Versuchen wir nochmal unser Glück. Ja, ein bisschen Kopfgeld haben wir gemacht, sogar Kampfbelohnung. Ach, fast 400.000. Oh, jemand mag uns mehr, jemand wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. Ach, guck mal hier, 9 von 10. Oh. 2 Materialien, Mikroflecht, Kühlschläuche. Schade. Na gut, eventuell hier über ja, gelenkerlesene Laserkristalle. Unerwartete Emissionsdaten. Okay, also so würde man die bekommen, aber leider. Leider so nicht. Eventuell mit neu einloggen. Ich probiere es jetzt mal. Ich hoffe. Ich teste das jetzt bloß mal, damit ihr mal seht, wie das geht. Ich
ich hoffe, dass mich das Spiel jetzt noch reinlässt, denn es ist so fast eine Stunde rum, seitdem das Spiel läuft und ich die erste Aufnahme angefangen habe. Funktioniert. Elektrochemische Detektoren. Mechanisches Equipment. Modulterminals. Oh Gott, die haben wir auch mal gesammelt. Ja, die sind halt wirklich sehr selten, ne? Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten. Biotech-Leiter, erlesene Laserkristalle. Probieren wir es einfach nochmal. Gehen wir mal ins Open. Das ist mies, ey. Puh. Wie gesagt, kann auch immer noch sein, dass ich im verkehrten System bin. Aber ich gehe mal von aus, dass das ein System mit Unruhen ist. Da gibt es ja schließlich Krieg und Bürgerkrieg. Geht noch. Vergütete Legierung. Anormale FSA-Telemetrie. Mhm. Erlesene Laserkristalle, Scan-Datenbanken unter Verschluss. Ha! Alles klar. Wie ist denn das? Wenn jetzt hier steht, Scan-Datenbanken unter Verschluss eine, bekomme ich dann wirklich bloß eine? Oder bekomme ich dann auch drei? Also wird das dann auch multipliziert mal drei? Oder ist das bei denen nicht so? Das ist warm, die brauchen wir nicht. Scan-Datenbanken unter Verschluss nochmal. Geht leider auch nicht. Schade, 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 schade. Ich probiere es noch einmal. Ich wechsle nochmal zurück in eine andere Gruppe. Aber egal. Mann. Schade, wirklich schade. Ich kann mich nicht erinnern, die schon mal irgendwo als Missionsbelohnung gesehen haben. Geschweige denn, dass ich die mal bewusst irgendwo eingesammelt habe. Elektrochemische Detektoren, Spezial-Legacy-Firmware, Bürgerkriegs-Scan-Mission, divergente Scan-Daten, Biotech-Leiter. Erlesene und raffinierte Biotech-Leiter. Schade. Schade, schade, echt ärgerlich. Vielleicht ist es auch wirklich das verkehrte System. Ich bin mal gespannt, was ihr mir geschrieben habt. Und ja, gut, da war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.